Hallo Leute und damit willkommen zurück zu Jockel ist motzig in Let's Play Star Citizen. Kein Bock. Dieses Gesicht ist ein Bild für die Götter. Wir machen heute mit Misk weiter. Ne? Genau. Hast du irgendwas zu dir genommen oder was ist das hier? Alles cool. Okay, nichts wie los. Ja, wir machen heute mit Misk weiter. Schon wieder ein Hersteller, von dem ich nur so bedingt Ahnung habe. Naja. Ich habe meine Folge wieder ohne dich aufgenommen. Ich habe die falsche Halle. Ich habe die falsche Halle gedrückt. Also noch nicht aussteigen. Ich gucke auch gar nicht hin. Ja, einmal umdrehen. Junge, warum fährt dieser Fahrstuhl so lange? Die Apex Hall ist am anderen Ende von Lubavitch. Falsche Halle. Da ist schon RSI drin. Und richtige Halle. Today's Featured Manufacturer, Misk. Was hieß denn das nochmal? Musashi Interstellar? Und dann hört's bei mir auf. Intergalactic, Musashi Intergalactic, Starflight Corporation. Nee, keine Ahnung. So, hallo. Wir haben hier die Prospector und die Hull A. Die Prospector ist das einzige Schiff, was ich mir mal angeguckt habe von innen. Weil das bei New Deal rumsteht. Oder? Steht es bei New Deal rum? Ja, ne? Ist es nicht die Freelancer? Stimmt, das ist die Freelancer. Was ist denn die Prospector nochmal? Okay, warte, ich muss hier mal... Das ist ein Mining-Schiff, siehst du hier vorne. Ich muss nochmal kurz reingehen. Sieht alles so ähnlich aus von der Seite. Cockpit Access. Und das geht nicht auf. Ach so, doch. Ah ja, ist ein bisschen geräumiger. Ich weiß irgendwie nicht, was ich von dem Misk-Design so halten soll, ehrlich gesagt. Also an sich sind die von innen und so ja ganz schön gemacht und so. Ich finde aber von außen irgendwie sieht es aus, als hättest du einfach nur eine riesige Aluminiumfolie über das Schiff geklebt. Stimmt auch wieder. Das ist halt, ja, nicht so mein Fall. Dann haben wir hier drüben die Hull A. Da sollst du doch irgendwie hinten... Also ich kenne die Hull nur als so ein Bild, wo hinten ein Haufen Zeug dran hängt. Ja, das kann ich dir erklären. Und zwar... wo bist du? Hier, genau. Hier, der dünne Bereich hier, siehst du ja, ne? Ja. Das, was hinter dem Bereich ist, wo die Engines sind, das kann nach hinten fahren. Ah! Und dann ist da Platz für diese Dinger, die du da ranhängen kannst. Kann man das auch jetzt schon nach hinten fahren? Das habe ich probiert, das geht leider hier drin in der Halle nicht, aber wenn du die ausleihst, dann vielleicht. Dann vielleicht, ja. Gut, dann gehen wir mal nach hinten und da war ich wirklich erstaunt, als ich das erste Mal gesehen habe, weil ich hatte die Schiffe nie auf dem Schirm, dass Misk so riesige Teile hat. Guck dir das mal an, das ist ja ein unfassbar riesiges Schiff, die Starfarer. War ich auch extremst überrascht. Junge, das ist ja fast, das kann ja mit einer Garrick mithalten von der Größe her. Also, fast, ja, doch. Na, ja. Schon, oder? Weißt du, was mir aufgefallen war? Was denn? Als ich da drinne war, unsere Mission, wo wir, diese Research-Mission, das war in einem Frack von so einer Starfarer. Ah, stimmt. Ich habe gehört, die soll sehr verwirrend von innen sein. Ja. Aber irgendwie hat die was. Was ist denn das? Ist das ein Turret? Was zum Geier ist das? Gut, das ist die Falltür, das ist schön zu wissen. Ich check dieses Schiff nicht, ich krieg nicht mal die Türen auf. Hä? Gibt's hier irgendwelche Panels für die Türen oder gehen die einfach nicht auf? Eigentlich müssten die automatisch aufgehen. Die gehen aber nicht auf. Ja.
Ja, ich will dir aber was Cooles zeigen in dem Schiff, einen coolen Ort. Ja, show me. Ich hoffe, ich finde ihn. Show me. War hier nicht irgendwo ein Lift? Warte mal, wie kann man gleich mal hoch? Was fragst du mich das? Ich habe keine Ahnung. Ja, mal gucken. Bestimmt hier, woanders geht's ja kaum. Hier, ja, hier. So. Lok 1. Was ist denn Lok 1? Du bist ja gefühlt eine eigene Raumstation hier. Oh. Ist das nicht... Sollst du nicht irgendwie damit Schiffe auftanken oder sowas? Ja, ich glaube, das sind die Tankbehälter hier. Ah ja, Fuelpot. Hm. Kann man die benutzen? Das ist voll cool. Kann man die schon benutzen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung. Also jetzt in echt. Also Leute, wenn das jemand weiß, ob man die Starfire schon benutzen kann zum Auftanken, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich bezweifle es zwar, weil ich habe das noch nie gesehen, aber... Ich habe gehört, es ist manchmal möglich, aber meistens extrem verbuggt. Oh, ich sehe es, hier ist sogar ein Interface dafür. Ja, das ist schon krass. Refueling. Ach du Scheiße, da musst du ja was studiert haben für. Quantum. Welche Panel gibt es auch nochmal auf der Brücke? Enter Fuel Price. Kannst du dann dich dafür bezahlen lassen, andere Schiffe aufzutanken? Ja. Oha. Schon cool. Ich drück mal irgendwas. Passiert da gerade irgendwas? Ich bin gar nicht mehr da. Oh. Na, das ist jetzt. Waiting for docking. Port Management. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe die Brücke gefunden. Ah ja, ich habe dieses Tankding ausgefahren. Ich sehe dich. Krass. Okay, mal wieder raus hier, würde ich sagen. Willst du die Brücke noch sehen? Oh ja. Ja. Dann müssen sie mir nur folgen. Ich bin falsch gelaufen. Ja, es ist sehr verwirrend hier. Hallo, lassen Sie mich bitte durch. Ah. Da geht's ja noch mehr. Ach nee, geht's nicht. Ich dachte, da ging's noch mehr nach oben. Hallo. Es geht sogar noch eins nach oben. Oh Gott. Aber das sind ja nur Crew-Bereiche und so. Oh, die ist schön. Und dieser Sitz heißt wirklich Captain's Seat hier. Nicht Pilot Seat. Lol. Sowas gibt's auch nirgendwo sonst. Irgendwie nicht, ne. Ich würde mich gerne in diesen Sitz hier setzen. Kann man hier auch irgendwas machen? Wie viele Hallen gibt's bei MISC eigentlich? Ich glaube, die Haupthalle und dann noch zwei Nebenhallen und natürlich unten. Also gibt's schon ein bisschen was. Ja. Achso, stimmt. Und hier ist dieses Refuel-Ding nochmal. Okay, wollen wir wieder rausgehen? Ja, aber ein sehr cooles Schiff. Ich habe nicht gedacht, dass es cool ist von innen. Ja, das stimmt. Und auch von außen. Also es ist ja riesig. Ich frage mich, wie sich das fliegt. Wahrscheinlich absolut fast so schlimm wie die, Jump. Na, die geht ja noch. Die... Ach so? Von Aegis, dieses fette Riesending. Die Reclaimer, echt? Ja, die Reclaimer, die ist ja am allerschlimmsten. Ja, die ist echt schlimm. Naja, gut. Wir haben es sogar geschafft, hier wieder rauszukommen. Cool. Heftig. Und hier auf der anderen Seite ist bloß nochmal eine andere... Ach, eine Starfarer Gemini. Okay. Ist es die Militärvariante? Die sieht von innen aber exakt genauso aus, wenn ich mich nicht irre. Okay. Dann erst nach unten oder erst nach drüben? Ich würde sagen, erst nach unten. Okay. Dann ab nach unten. Was gibt es hier zu sehen? Weniger Ton, gibt es hier unten. Das ist sehr schön. Ach, das ist diese Razor. Ja, genau. Die richtig cool aussehen, finde ich. Ja, das stimmt. Formel 1 mäßig. Jockeltraut has left the channel of MISC Starfarer. Interessant. Hm, sieht cool aus. Was ist denn das hier? Cry Astro Station. Oh. Nett. Ja, die haben schon Style, die Dinger.
Haben die sogar Waffen dran? Ja. Oh. Was sind das? Size 1? Size 2 ist das. Ah. Nicht übel. Dann haben wir auf der anderen Seite nichts. Nichts. Ja. Dann haben wir die Display Hall. Das sind bestimmt diese ganzen anderen Hall-Varianten drin. Nee, also ja auch, aber... Ja. Nicht. Hier ist schon mal die Hall C. Es ist ja nur die mittlere Größe. Es gibt ja noch die Hall D und die Hall E. Die sehen immer so riesig aus auf dem Bild. Die sind auch riesig, aber... Rate mal, wie viel SCU die Hall I, die größte, halten kann. Keine Ahnung. Knapp 100.000. Yo. Krass. Heftig. Dann haben wir hier die... Was ist denn das? Die Odyssee. Was ist das denn? Ein Exploration-Schiff. Sozusagen die Carrick von Misk. Oh, die sieht aber stylisch aus. Ja. Ich mag die Engines von dem Teil. Ja, das stimmt. Cool. Hä, vielleicht hat die ja sogar mal Waffen, die man von vorne aus steuern kann. Ja. Dann haben wir hier die X. Die X-Pans. Geil. Was ist das für ein Schiff? Refining. Das ist tatsächlich für eine Person nur gedacht. Das ist ein Einsteigerschiff. Das sieht aber voll groß aus, finde ich. Das sieht echt voll groß aus. Ja, weil die in den in diesen Holodingern hier immer gefühlt alle gleich groß dargestellt werden. Hm. Hast du irgendwie keinen Maßstab? Krass. Ja, also unsere Rocinante haben wir hier auch. Dann haben wir... Was ist das denn bitte? Das ist ein Schiff, auf das ich mich voll freue. Die Endeavor... Achso, fehlt da nicht was? Das ist ja modular hier in der Mitte alles. Ist das nicht dieses Schiff mit diesen gefühlt Kuppeln da? Ja, genau. Das sind aber nur Module, die du draufsetzen kannst. Du kannst auch andere Sachen ransetzen. Und so sieht das Ding halt ohne Module aus. Ah. Aber das ist ja riesig. Guck dir mal die Brücke vorne an. Ja. Das Ding ist riesig, Alter. Holy shit. Das ist ja länger als eine Jump. Definitiv. Also deutlich länger. Bei manchen Schiffen frage ich mich echt so, müssen wir mal größere Hangars einführen? Na, die können vielleicht einfach nicht mehr dort landen. Ja, das wäre aber ein bisschen scheiße, weil wo können die denn dann überhaupt noch landen? An Docking Stations. Na super. Eier Bleche, keine Ahnung. Na super. Weil ich würde ja schon gerne mit so einem Riesenteil auch mal in Lorville landen, also, ne? Das hätte schon Stil. Das ist wahr. Alright, dann haben wir noch... was haben wir denn noch? Halle 2 bis 3 ist noch offen und Halle 4 bis 5 ist auch noch offen. Dann gehen wir mal Halle 4 bis 5. Halle 4 bis 5 ist dann ja... nehme ich dann nochmal mit auf. Achso, dann gehen wir erst in 2 bis 3. Ja. Die hat Jockel nämlich vergessen. Ganz professionell. Ja, kann aber passieren. Oh, übrigens, schönes Feature, wenn ihr euch die Hall A kauft, dann schwebt die überm Boden. Wie so eine Nomad. Genau. Ist doch alles geplant. Jawohl. Das gehört so. Halle 2 bis 3. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ach. Hä, ja, gut. Wenn ich schon das Bild sehe. Die Reliant-Varianten. Auch sehr schöne Einsteigerschiffe. Die haben den Innenraum? Ach ja, stimmt. Klar. Die finde ich sogar ganz cool. Können sich ja dann so drehen und dann damit rumfliegen. Haben wir die Reliant Core, die Reliant Sen und die Reliant Tanner heißt sie, glaube ich.
Marco, oder? Ja, beide. Tanner und oh mein Marco. Gott. Okay. Ich war gerade auf dem Stuhl festgebackt, ich konnte nicht aufstehen. So viel zu der Halle. Halt einfach nur die Reliant-Varianten. Jo. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu der Halle des Vergessens. Hast du wirklich was zu trinken? Ich habe schon wieder Durst im Game. Ich glaube nicht, dass ich was dabei habe. Ich habe meinen Charakter jetzt erst resettet. Ja, okay. Ich mir aber vielleicht funktioniert der Stand vorne ja. Hoffen wir mal. Wie viel Prozent hast du denn? Ach, noch geht's, 24, aber ja. Joa. Boah, sind die riesig, diese Starfarer. Meine Güte. Echt so. Na, der Stand ist schon mal da. Jetzt können wir mal gucken, ob der funktioniert. Ich hoffe. Los, rette dich. Bitte, ich brauche Rettung. Yay. Zeit für mich, im Real Life meine Schoki aufzumachen. Oh, ich hätte auch gern Schoki. So, und wir betreiben, wie sich es hier gehört, Umweltverschmutzung. Weg mit der Ja, das ist alles, Guck mal, die wird eins mit dem Boden, das ist alles geplant. So ein Burrito gönne ich mir jetzt auch noch. Ui, geht's ja richtig rund. Ah. So, ich kann mich jetzt mal ein bisschen spoilern, was in der anderen Halle drin ist. Achso. Ja gut, das war zu erwarten. Ich würde mal ganz kurz Thumbnail machen wollen. Mach das. Mit den beiden fetten Starfarern hier. Wow, schön. Hat die Starfarer dann auch, also die Militärvariante, dann auch Waffen, die du von vorne aus bedienen kannst? Das weiß ich leider nicht, aber ich... Also vom Captain's Seat nicht, denke ich. Das ist jetzt so komisch bei der Brücke. Vielleicht vom... Also vom, vom Pilotensitz schon. Vom Captain's Seat kannst du ja, denke ich, auch nicht fliegen. Ja. Also eigentlich sitzt du da nur rum. Ja, und lässt die Luft zufächern. Genau. Aber cool sehen die schon aus. Weil wenn ich mir die Militärvariante hier so angucke, die hat ja auch vorne voll viele Missiles da vorne drin. Ja, auch gar nicht mal so kleine Missiles. Aus bestimmt Size 5 oder so. Ja. Aber wie gesagt, wenn da jemand mehr weiß, gerne rein in die Kommentare damit. Yes. So, dann gehen wir jetzt mal zu der Halle, die uns noch fehlt. Halle 5. Jawohl, also an meine Zuschauer jetzt. Den Teil hänge ich jetzt noch hinten an mein Video ran. Ich habe vergessen, das aufzunehmen. Das ist jetzt noch schnell mit Arathon zusammen. Also ich dachte vorne an ein anderes Video hängst du das ran. Ich habe mich jetzt umentschieden, ich mache das an die alte Folge mit ran, die ich zwar jetzt schon hochgeladen habe, aber egal. Oh Gott, das wird aber lustig. Wann soll die released werden? Morgen Abend. Ja, gut. Hier ist jetzt nämlich noch die ganze Freelancer-Konsorte. Ja, von denen habe ich auch keine Ahnung. Ich kenne bloß die normale, die hier, die steht ja auch bei New Deal rum, aber die anderen, was ist denn das überhaupt alles? Freelancer Dur, Freelancer Max... Ich glaube, ich kann dir sogar sagen, was die alle können. Und zwar die Freelancer Duo hat ein bisschen mehr Treibstoff und ist ein bisschen schneller. Die Max hat natürlich logischerweise mehr Frachtraum. Und die, die da hinten steht, wie hieß die gleich? Duo. Miss. Die Miss, die ist einfach die Militärvariante. Ah. Ich würde sagen, in die gehe ich jetzt auch mal noch mal rein. Mein Gott, du backst da schon komplett durch gerade. Magisch, ich bin. Ich krieg die Tür nicht auf. Ha. Achtung, von hinten gibt's Stau, ich will auch rein. Die sind auch schon ganz schön alt, die Schiffe, ne? Ich glaube schon, ja. Oh, das ist gar nicht mal so hässlich, aber. Nö, was, aber. Vier Betten? Da könnte man auch mal. Oh. Ey, hier ist ein Turret drin. Oder was auch immer das ist. Okay. Aber ja, schön, die könnte man mal überarbeiten. Ja, hier ist ein Turret drin. Cool.
Da steht's Musashi Industrial and Starflight Concern. Ah, okay. Und wie ist es da oben? Wunderschön. Ich bin noch gar nicht hochgefahren, ich habe mich hochgeteleportiert. Okay. Interessant. Ich gehe auch mal gucken, wenn es denn geht, wie macht man das? Indem du das anklickst. Geht bei mir nicht. Ah, jetzt. Geh mal ein bisschen zurück vielleicht? Ja. Ich glaube, ich teleportiere mich jetzt auch hoch. Ah ne, ich setze mich hin. Oh, gute Sicht hat man auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch die anderen Varianten haben gar keinen Turret, oder? Weiß ich nicht. Ja doch, irgendwas ist da oben. Okay. Doch, die haben auch einen. Also die Max, hat einen. Die Dua hat, glaube ich, keinen. Sieht zumindest nicht so aus. Ich will mal schauen, wie die Max jetzt von innen anders aussieht. Und die Freelancer hat aber auch einen. Oh lol. Die hat ja halt extrem viel Platz, die Max. Ja, Alter. Die ist schon breit. Oh, hier passt ja einiges rein. Das sieht halt nur sehr steril aus von innen. Also das könnte man gerne nochmal irgendwann reworken. Das stimmt. Es sieht halt alles aus wie. Es sieht halt alles aus wie Alufolie. Ja. Nicht so überzeugt. Kann ich mir Schöneres vorstellen. Alter! Gut, dann sind wir fertig, oder? Ja. Alright, Leute. Dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch jetzt an die Leute von Jockel, die jetzt neu dazugekommen sind. Oder auch so nicht. Also, ne? Ganz komisch. Ganz seltsam. Ein Paralleluniversum, was wir erschaffen haben. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jawohl. Tschüss.